mit den Gabalzen. Weiß genau, und eine Zunge. Nein. Und ein Bein. Okay. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir gehen jetzt gerade in den Papageienpark. Hier gibt es ganz viele Papageien, wie der Name auch schon sagt. Und es ist schon ziemlich laut hier. Ja. Und heute Abend wollen wir auch zu Starlight Express. Das ist ein Musical auf Rollschuhen. Ich denke mal, ganz viele von euch kennen das schon. Und wir waren da noch nie, weil ist ein bisschen weit weg von uns. Und um jetzt die Zeit zu überbrücken, gehen wir jetzt einfach mal in den Papageienpark. Ja. Kommt mit. Hi! Hallo! Hi! Oh, ihr seid neugierig, hä? Huh? Ihr seid neugierig. Und ein Kakadu. Also ich glaube, wer hier nicht fündig wird für seine Vögel. Guck mal hier links. Hi! Oh, er sagt, ich auch. Hallo. Warte mal, vielleicht kannst du dich sehen. Da bist du. Kannst du dich sehen, bitte? Ja. Oh, du siehst gut aus heute. Die Frisur sitzt. Ja. Die Frisur sitzt. Oh. Ja, aber irgendwo geht's hin. Geh mal durch, nicht, dass hier irgendeiner stiften geht. Oh. Ach so, da kann man sie von dieser Seite noch sehen. Lauter Graupapageien. Wow, seid ihr echt laut, ha? Vorne war auch ein Papagei, der war aber blind. Der war blind? Ja, der war in dem Raum drin. Ich hab gedacht, der wäre fake. Ihr schreit. Aber der war ja nicht fake. Der ist fake. Oh. Und die Füßchen. Oh. Und der da oben denkt, was macht er da? Seid ihr süß? Hi, Schätzchen. Hi, Mäuschen. Hi, Mäuschen. Und hier ist Betonboden, weil sich das besser sauber halten lässt. Alter Schwede, es wird immer lauter. Guck mal, die Binden da hinten an. Ihr seid laut. Hier ist euer Job. Ja? Oh, ihr seid so hübsch. Aber wir wollen jetzt natürlich noch mal ins Papageiencafé. Weil da kommt man denen nämlich noch ein bisschen näher. Du bist aber lieb, ha? Oh, guck mal, die kleine Zunge. Oh, meine beiden sind schon weg. Und ich lasse mich aufhalten hier. Oh, ihr seid so süß. Beine lassen mich einfach alleine. Hier gibt's voll viel Spielzeug. Und Sitzmöglichkeiten. Guck dir das mal an. Riesig. Das hätten wir damals für unsere Wellies gebraucht. Ein Leckerchen bitte. Was ist das? Das ist dieser. Ach, das ist der, wo man den Finger nicht reinstecken darf. Wie heißt die Bekannte? Aber ich sehe den schlecht. Moment, ich sehe ihn nicht. Da hinten spielt einer. Ich heiße Paulinchen und bin blind. Ich möchte nicht angefasst werden, unterhalte mich aber sehr gerne. Hi, Paulinchen. Paulinchen? Hi. So, wir kommen nicht ins Café, das ist nur freitags und samstags. Ja, aber. Ja. Danke. Wollen Sie ins Café? Ja. Wir sind jetzt drin.
bauen. Und die können hier einmal nach halb draußen fliegen. Und eben einmal hier ins Café. Und man kann sich hier Kuchen nehmen, Donuts, Getränke und Waffeln gibt es auch. Wow! Soll ich hochkommen? So lange Arme habe ich nicht. Bist du auf dem Sofa? Hallo? Okay. Oh. Du bist ein Süßer, stimmt? Der hält sein. Was? Er hält den Korn. Er hält sein Körnchen fest. Zwei. Schmeckt euch das so gut? Du hast nichts? Oh no. Er hat nichts. Doch. Wo willst du hin? Willst du mitkommen? Oh. Ja. Oh. Willst du? Wo wollen wir denn hin? Zu den Tüten. Zu Hanna. Die Tante hat. Die Tante hat auch was. Ja. Der ist so süß. Guck dir das mal. Der ist süß. Nom 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 nom. Ich krümel erstmal Hanna voll. Ja. Ah. Nee, er geht wieder zu Papa. Du willst bei mir sein? Ja. Au! Bisschen kleiner. Komm her. Ja. Du guckst mir zu. Oh wow. Bist du hübsch? Wow. Oh, du auch. Hi. Nee, die möchte er nicht mehr. Er sagt, die haben wir hier schon, das Gute alles. Oh, oh nein, Schätzlein. Den willst du nicht? Willst du ein Leckerli? Soll ich es da hinlegen? Guck mal, da liegt es, okay? Da liegt es. Vorsicht. Komm her. Guck dir das an, die Tüte und so weg. Und dann gleich ein Vogel in der Tüte. Ein Vogel in der Tüte. Wenn der kommt, dann fliegen die anderen freiwillig weg. Ihr macht synchron essen. Ja. Beide gleichzeitig? Ist lecker? So, dann genau. Jetzt machen wir den ein bisschen kraul. Die Ecke ist richtig. Genau. Da so. So. Super. So, wo ist richtig? Einfach. Er möchte auch nichts essen, sondern einfach nur da sitzen. Ja. Nö. Kleiner Scheiße. Mach, was ich will. Der ist einfach viel zu dick. Der konnte jetzt nicht von hier abheben. Man kann auch zu Fuß gehen. Kleiner. Guck dir das an. Der kann ja nicht mal die Linie halten. Die Schwerkraft, hä? Oh, Florian. Du musst die Schwerkraft. Ich gehe halt zu Fuß, ich bin Fußgänger. Kann man dich anfassen oder ist an der Finger ab? Ich bin mir nicht sicher. Machen kann man. Dann hat man da ja einen Finger weniger. Hä? Und dann läuft er wieder. Das ist übrigens mein Handy-Ding. Das gehört zu meinem Handy, Schätzchen. Du bist stark, ne? So kräftig bist du.
So, was mache ich jetzt noch? Den Schmodder, den schmeiße ich jetzt ins Schwimmbad und dann bade ich da drin. Und zack. Der ist genug. Frech ist der. Frech, das könnte auch irgendwie Eulen sein. Ja. Nein. Okay. Du bist doch viel spaßiger mit der ganzen Küche im Essen und weg damit. Oh, tut das gut. Essen und gleichzeitig. Essen, baden, trinken, alles gleichzeitig. Perfekt. Nein. Auf die Idee sind wir auch noch nicht gekommen, das Essen mit ins Badewasser zu schütten. Oh, perfekt. Er ist orange unter den Achseln, oder? Nein. Katze hat Schnürsenkel. Nein. Mit den Kapazitäten. Und eine Zunge. Nein, nein. Und ein Bein. Okay. Setz ihn hier irgendwo ab, sonst. Nimm meine Schnürsenkel lieber. Bitte. Nein. Nein! Jetzt mein Schmerz. Ja. Setz hier noch einen Tisch. Super! Das Kind hat immer noch Schnürsenkel. Nein, nicht die ganze Tüte. Ein bisschen einfach. Na, er hat sich wieder vor. Wir wollten uns noch mal verabschieden, aber hier ist es ein bisschen ruhiger als innen drin, stimmt's? Ja. Also, wie hat's dir gefallen? Mega gut. Aber mega heiß. Ja. Zumindest jetzt im Hochsommer. Und ich mochte, dass der eine mir die ganze Zeit auf dem Finger hier so und ich konnte den... Der graue, ne? Der war sehr frech, aber sehr süß. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss!